Moin moin, liebe Leute. Ganz unerwartet habe ich mal wieder einen Abend und eine Nacht Zeit gefunden fürs Karpfenangeln. Also ganz spontan, nichts geplant. Ich habe jetzt gesehen, morgen früh kannst du ein bisschen länger aus dem Büro wegbleiben. Deshalb fahre ich jetzt gleich los. Man kann es vielleicht schon sehen, das Tackle hinter mir ist schon eingepackt im Auto. Ich muss jetzt richtig Gas geben. Es ist schon spät. Ich muss auch noch tanken und muss auch noch durch den Stau wahrscheinlich im Feierabendverkehr. Es dauert ja ein bisschen, bis ich an dem Gewässer bin. Deshalb anfangs jetzt wenig Gelaber, beziehungsweise jetzt gar kein Gelaber mehr, sondern erstmal auf zum See und da melde ich mich dann mit meiner Taktik und mit allem, was ich heute Abend vorhabe. Bis später. Das Zeug so weit runtergetragen, schon das meiste aufgebaut. Und da fällt mir auf, wie es so ist in stressigen Situationen. Ich habe meinen Kescher zu Hause vergessen. Das ist natürlich sehr schlecht, weil ohne Kescher kann ich den Fisch nicht landen. Ich habe dann Gott sei Dank in meinem Kofferraum noch so ein, ja, mein Notkescher. Das ist so ein, ja, mehr so ein Raubfisch-Klappkescher. Ja, besser als nichts. Ich bin jetzt froh, dass ich den überhaupt dabei habe. Bin mal gespannt, was das gibt, falls was beißen sollte heute Nacht. Also, naja, so bis 20 Pfund werde ich da auch locker reinkriegen. Viel größer ist hier sowieso jetzt nicht zu erwarten, denke ich mal. Aber na gut, das sind die Widrigkeiten. Gott sei Dank habe ich wenigstens einen Kescher noch dabei. Und jetzt zeige ich euch dann im nächsten Step dann, wie ich heute Nacht dann fischen werde. Futter ist das erste Thema. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass es eine spontane Session war. Oder eine spontane Session sein soll. Entsprechend hatte ich keine Zeit, irgendwas vorzubereiten. Ich habe also zum einen keinen Platz vorgefüttert und ich habe auch keine Köder vorbereiten können oder sowas. Deshalb musste ich auf das zurückgreifen, was ich da noch in petto hatte oder was sich jetzt einfach und unkompliziert besorgen lässt. Und ich habe jetzt hier unten meinen Futtereimer stehen und da zeige ich euch mal, was ich jetzt vorhabe. Ich habe mir den klassischsten wahrscheinlich Karpfenköder geholt, den man kennt. Hier, Dosenmais. Kennt jeder von früher. Unter Karpfenanglern ist der ja ein bisschen verschrien. Ich fische ihn auch ganz gerne, weil dieser Dosenmais im Vergleich zu dem aufgekochten Hartmais, der ja auch ganz gut ist, hat er noch eine höhere Lockwirkung. Ist natürlich nicht so ganz weißfischresistent. Aber wenn ihr mal an diesem süßen Dosenmais riecht, der ist sehr attraktiv und für meine Kurzsession, die ich immer wieder vorhabe, ich habe also keine großartige Zeit zu warten, bis die Fische am Platz sind. Ich muss hohe Lockwirkung erreichen und dafür ist dieser Dosenmais ganz gut. Ich kombiniere das, den Dosenmais, weil er halt leicht vom Haken gerupft wird von Weißfischen, die es hier auch gibt, kombiniere ich den hier mit so Tigernüssen. Habe ich jetzt auch fertige genommen, normal koche ich mir die auch vorher ab. Für den Notfall jetzt oder für eine spontane Geschichte habe ich auch immer noch was von diesem fertigen Tigernüssen hier dabei, die zwei Sachen, und auf der anderen Route muss ich jetzt ein bisschen tiefer greifen, habe ich jetzt Boilies, zeige ich euch auch mal, wenn ich jetzt hier den Eimer aufkriege. Damit habe ich nämlich was gemacht, bevor ich losgefahren bin, habe ich mir 15 mm Boilies, habe ich mir in den Eimer geschmissen, hier seht ihr das vielleicht, und habe da so einen Schuss Liquid drüber gemacht. Das Liquid ist jetzt in der Zeit schon eingezogen, also man, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, am Anfang war das hier, als ich das reingefüllt und geschüttelt habe, also man muss das immer gut schütteln, damit sich das Liquid auch verteilen kann. Am Anfang war das richtig, richtig nass und es hat richtig feucht ausgesehen, jetzt mittlerweile ist es schon nicht mehr so. Man kann halt sehen, dass dieses Liquid schon in die Boilies eingezogen ist und dadurch werden die Köder halt noch attraktiver, es wird noch mehr Lockstoff freigesetzt im Wasser, genau richtig für meine Kurzsession, was ich vorhabe, viel Lockwirkung innerhalb kurzer Zeit. Versuchen, einen Fisch ans Band zu bekommen. Ihr könnt sehen, dass das relativ kleine Boilies sind. 15 mm habe ich schon gesagt. Ist es halt eben jetzt auch so, dass ich damit auch kleinere Fische fangen kann. Oder dass da auch mal ein großer Weißfisch oder sowas drauf beißen könnte. Das lässt sich an dem Gewässer hier nicht verhindern. Hier sind sowieso eher ja, kleinere Karpfen drin. Aber deshalb ja, mehr halt eben auch. Und es ist auch etwas einfacher, dann in so einer Kurzsession dann was ans Band zu bekommen. Also diese nacharomatisierten, nachbehandelten Boilies und auf der anderen Partikel,
Ich habe die Route jetzt schon fertig, beziehungsweise die eine Boilie-Route muss ich jetzt noch fertig machen. Und dann zeige ich euch dann gleich, ja, wie die Montagen aussehen und wie ich beködert habe. Ja, das ist jetzt die Partikelmontage. Ihr könnt hier sehen, ein Inline-Blei, 4 Unzen ist das schwer. Das reicht locker aus für den Selbsttag-Effekt. Dann hier ein, ja, ein Vorfach. Ich glaube, das ist 25 oder 30 Lips. Und dann habe ich hier aufs Haar meine Partikel gezogen. Eine Tigernuss ganz unten. Und dann 2 von diesen Maiskörnern aus der Dose. Und oben, da seht ihr schon, dieses rosane Ding. Das ist so ein Fake-Maiskorn. Mit ein bisschen Auftrieb und natürlich farblich auch ein bisschen auffällig. Ja, ich habe damit schon gute Fänge erzielt, deshalb mache ich das häufiger mal. Vielleicht erweckt das ja die Aufmerksamkeit der Fische. Dieses Fake-Maiskorn ist übrigens auch aromatisiert, das heißt, ja, es noch mehr Lockwirkung im Wasser. Die Tigernuss ist auch so ein bisschen die Sicherheit dafür, wenn mir hier die 2 relativ weichen Maiskörner abgefressen werden oder abfallen oder sowas, dann habe ich immer noch diese Tigernuss als Sicherheit drauf, dass ich immer noch einen echten Köder dran habe. Also dass ich dann nicht nur noch mit diesem Fake-Maiskorn angel. Und die andere Montage, die ist ähnlich, nur halt mit dem anderen Köder, die zeige ich euch jetzt auch noch. Montage Nummer 2 ist ähnlich. Am Festblei ändert sich nichts, Inlineblei, Vorfach. Als Köder habe ich hier einen von diesen, ja, nachbehandelten 15 mm fischigen Boilies draufgezogen und darüber einen Pop-Up gesetzt. Das heißt also, es ist ein sogenannter Schneemann. Der steht dann am Gewässergrund so ein bisschen auf und unterstützt dann noch den Effekt, dass ich halt eben eine auffällige Köderpräsentation haben kann, die von den Fischen, ja, schnell wahrgenommen wird. Ja, das ist soweit alles. Also alles relativ simpel. Und naja, jetzt kann ich dann mal loslegen mit dem Fischen und ja, bin mal gespannt. Ja, eins möchte ich euch natürlich noch nicht vorenthalten, das habe ich fast vergessen gerade. Ich habe beim Zusammenpacken des Angelgeräts habe ich noch 2 Rollen gefunden. Ja, die schon, das sind meine, was waren meine ersten Big Pit Rollen. Ich zeige sie hier mal in die Kamera, werden wahrscheinlich Leute, die länger Karpfenangeln schon kennen, das waren meine ersten richtig guten Rollen fürs Karpfenangeln, die ich mir vor, ja, über 15 Jahren zugelegt habe. Habe ich jetzt lange nicht mehr mit geangelt, sind mir jetzt ins Auge gefallen. Jetzt muss ich es nochmal probieren mit den Schätzchen hier. Denn da, an so einem Angelgerät, da hängen natürlich auch Erinnerungen dran. Die ersten Fische, großen Fische, die man damit gefangen hat, da ging so richtig die Pumpe und sowas alles. Deshalb, ja, das ist schon so ein bisschen Nostalgie hier. Vielleicht habt ihr ja auch solche, ja, Rollen oder Routen oder was auch immer, wo euer Herz dran hängt und die ihr schon, ja, ewig nicht mehr benutzt habt. Dann kramt sie doch mal raus und ja, da hängen Erinnerungen dran und damit macht das Angeln auch gleich nochmal mehr Spaß. Was ich natürlich jetzt noch nicht, auch nicht kann, weil ich ja die Kescherstange vergessen habe mit dem Keschern, wo ich normalerweise auch immer hier meine Grautbeterschaufel draufschraube, kann ich natürlich auch nicht mit dem Grautbeter füttern. Das ist ja ziemlich ätzend. Das heißt, ich muss hier mein Gemisch aus den, ich guck mal, ob man sehen kann, hier aus den Tigernüssen und aus dem Mais, muss ich jetzt mit der Hand anfüttern. Naja, suboptimal. Aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich wollte eh relativ nah hier am Ufer fischen. Die linke mit den Partikeln und die rechte mit den Boilies. Naja, deshalb muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich das mit der Hand rausbekomme. Irgendwie ein bisschen weiter. Und dann muss ich die Route da drauflegen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiter durchfischen am Ufer, aber das geht jetzt halt nicht, weil mit der Hand komme ich nicht so weit. Ja, das sind die Widrigkeiten, mit denen man sich rumschlägt, aber davon darf man sich nicht entmutigen lassen.
Ja, da bin ich schon wieder. Die Nacht ist rum. Keine Aktion gehabt. Ja, ein bisschen schade, muss ich sagen. Man wünscht sich natürlich, auch bei so einer ganz spontanen Nacht natürlich, dass man was fängt. Aber ihr seht, ich habe die Kapuze noch auf. Es ist echt unnormal kalt gewesen für die Jahreszeit noch die Nacht. Also ich glaube, wir hatten 0 Grad oder so. Ist natürlich wenig förderlich für meine Uferstellen. Vielleicht ist das noch so ausgekühlt, ich weiß es nicht. So krass war es auch nicht vorhergesagt, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber gut, so ist es halt. Beim Karpfenangeln beißt es nicht immer. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Aber ich werde das jetzt noch nicht aufgeben hier. Ihr kennt mich ja auch jetzt von meinen Videos. Wenn ich dann mal nichts fange, dann bleibe ich dran. Dann gehe ich nochmal mit der gleichen Taktik, um zu zeigen, dass es funktioniert. Das werde ich diesmal auch, auch machen, wenn das klappt, zeitlich in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche oder so. Weiß ich noch nicht, ob ich das so hinbekomme. Ja, wenn das nicht klappen sollte, dann gibt es jetzt halt mal einen Film ohne Fisch. Aber ihr habt meine Taktik gesehen und die wird auch funktionieren und die hat auch schon funktioniert und die wird auch bei euch klappen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das war jetzt das Wort zum Freitagmorgen. Ich packe jetzt zusammen und dann sehen wir uns, wenn ich das nächste Mal am Wasser bin, entweder für diesen Film nochmal oder dann beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Mein erstes Buch zum Thema Karpfenangeln ist jetzt fertig und erhältlich. Ich erkläre, welche Ausrüstung man braucht, welche Montagen und Tricks man wirklich braucht und was der Sinn der ganzen Sache ist. Dann erkläre ich, wie man an unterschiedlichen Gewässertypen oder Gewässersorten erfolgreich ist, auch zu den gewissen Jahreszeiten auch. Und sage auch noch was zur Boilie-Herstellung und zum Kauf von Fertigboilies. Versuche also das gesamte Spektrum der Karpfenangelei mit diesem Buch, so gut es geht, abzudecken und euch zu vermitteln, worauf es ankommt. Das Buch ist wie gesagt im Buchhandel erhältlich, könnt ihr überall im Buchladen bestellen oder auch im Internet bei Amazon. Ihr könnt es aber auch bei mir direkt kaufen. Und dann so als besonderen persönlichen Service sozusagen schreibe ich euch noch eine nette Widmung rein, was ihr wollt, und schicke euch das dann zu. Ist vielleicht ganz schön, auch kann man auch als nettes Geschenk machen. Schreibt mir einfach eine PN bei Facebook und dann machen wir das klar, schreibe ich euch eine persönliche Widmung rein und dann geht das Buch an euch raus. Kontaktiert mich und ich freue mich auf eure Anfragen. Bis dann, euer Gregor. Hallo liebe Angelfreunde. Moin. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Wir bekommen ja, Christian und ich und auch die anderen BFM-Pro-Leute bekommen ja bei Facebook und bei YouTube häufig Anfragen, ob man mal mit uns fischen gehen kann. Leider ist das meistens nicht möglich. Aufgrund unseres beruflichen Engagements in der Branche haben wir leider wenig Zeit, privat angeln zu gehen. Aber dieses Jahr ist es möglich. Da haben wir was vorbereitet oder sind irgendwo zu Gast. Und wo, das entdeckt der Christian. Und zwar vom 20. bis zum 23. Oktober. Da veranstaltet der Markus Uppmann vom Waldhaus Neukano ein Karpfen-Special. Es wird auf Karpfen geangelt. Wir sind dabei. Dann gibt es noch andere prominente Leute, die mit dabei sind. Genau. Wenn man prominent überhaupt sagen darf in der Karpfenszene. Wir sind alle Angler. Wir werden euch mit Rat und Tat zur Seite stehen, wir werden euch begleiten am Wasser, wir werden dabei sein, Vorträge wird es geben. Den einen oder anderen Trick könnt ihr bestimmt auch abgreifen. Genau, ihr könnt in den Ferienwohnungen des Waldhaus Neukanos schlafen, aber ihr könnt natürlich auch am Wasser schlafen, wie ihr das wollt. Ihr könnt die sanitären Einrichtungen die ganze Zeit benutzen. Es wird ein Lagerfeuer geben, Grillabend, wir werden auf jeden Fall sehr viel Spaß haben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Was es kostet und wie ihr dabei sein könnt, wenn ihr buchen wollt und so weiter, das fragt ihr am besten beim Veranstalter Markus Uppmann. Seine Handynummer blende ich gleich mal ein, da könnt ihr auch einfach eine WhatsApp schreiben, dann bekommt ihr noch den genauen Ablaufplan geschickt. Ansonsten den Flyer jetzt im Abspann auch noch dabei. Und wenn ihr dabei seid, wir freuen uns auf jeden Fall. Wir wollen ein bisschen angeln mit euch, vielleicht auch den einen oder anderen Fisch fangen. Und dann sagen wir mal, bis zum Event, wir freuen uns auf euch.